Wir haben die beste Schmiede aller Reiche. Tarium, Terum Donnerhammer Furium betreibt die Donnerhammers Schmiede im Osten der Stadt. Er hat auch ein paar besondere Gegenstände, aber danach könnt ihr euch auch mal bei Feldposts Wirtshaus umsehen. Dort haben sie auch Trophäen, aber dafür müsst ihr schon königliche Preise zahlen. Feldposts Wirtshaus liegt im Westen, nahe der südlichen Stadtgrenze. Okay, wenn ihr mir den Weg zu einem bezahlbaren Wirtshaus weisen könntet, wäre ich euch dankbar. Wir haben viele Wirtshäuser für den anspruchslosen Abenteurer. Ja, die Rote Garbe hat einfache Zimmer, das Publikum ist jedoch ein wenig rau. Dann gibt es noch den brennenden Zauberer und den windigen Schwindler. Die haben auch bessere Zimmer. Die Rote Garbe ist in der Nähe des Stadtzentrums, genau wie der brennende Zauberer. Der windige Schwindler ist ein wenig weiter weg am Südrand der Stadt. Von dem haben wir schon gehört, vom windigen Schwindler. Daneben ist das spinnenverseuchte Haus zu finden. Okay, können wir auch noch nach einer Taverne fragen? Luxus brauchen wir uns nicht gönnen. Obwohl, fragen wir mal nach Luxus. Das beste Wirtshaus ist mit Sicherheit Feldpost und die Leute dort sind außerdem sehr nett. Viel Lokalkolorit, Feldpostwirtschaft, Wirtshaus liegt im Westen der Stadt. Ja, das hört sich wirklich nach Luxus an. Und wo können wir uns betrinken? Ein Tropfen oder auch zwei, um euch die Sorgen zu vertreiben. Der brennende Zauberer und die Rote Garbe sind in der Stadtmitte. Feldpostwirtshaus liegt im Westen und der windige Schwindler im Süden. In allen werdet ihr gut bedient. Danke für eure Hilfe. Kein Problem, Freund, einen schönen Aufenthalt. Beinahe unter meiner Würde. Also, jetzt wissen wir, dass es 4 Wirtshäuser in der Stadt gibt. Ich will aber nicht großartig die Stadt erkunden. Ich will mal kurz gucken, wie viel Uhr es ist. 2 Uhr nachts. Da wird wahrscheinlich in der Schmiede keiner mehr sein. Wir bräuchten nämlich neue Pfeile. Die wir vielleicht aber auch in Naschkel billiger kriegen, weil Naschkel ist ja nur ein kleines Dorf, mehr oder weniger. Eine Schmiedekolonie, eine Minenkolonie, ein Minendorf. Wir können aber trotzdem mal gucken, ob jemand in der Schmiede ist. Die, haben sie gesagt, ist südlich, also hier entlang wahrscheinlich. Die Leute, die hier rumstehen, die ignorieren wir mal, weil wir nur auf der Durchreise sind. Wir wollen nicht auffallen. Nicht, dass irgendeiner uns wiedererkennt und uns die nächsten Meuchelwörter auf den Hals setzt. In unserem jetzigen Zustand ist das nicht so gut. Und das hier sieht aus wie Donnerhammers Schmiede. Jedenfalls steht das auf dem Schild, das dran ist. Nur, dass ich bezweifle, dass sie um 2 Uhr nachts noch offen haben. Oh, haben sie noch. Okay. Nein, er hat nur vergessen, die Haustür wieder abzusperren. Also gehen wir wieder raus. Nichts leichter als das. Nur Imoen hat den Drang, sich kurz umzusehen. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Sie will ihn jetzt nicht um alles beklauen. Sie will nur wieder gucken, ob es etwas Nützliches gibt. Aber wie immer ist ihr Schlösser öffnen immer noch nicht wirklich gut. Als dass wir hier an was rankommen, hm? Nein. Okay. Also, Imoen wird hier drin wohl nichts finden. Und da wir die Nacht nicht über in Berigos bleiben wollen... Oh, wir haben es doch was geschafft. Aber da ist nur ein Speer drin. Ein Speer lassen wir. Den können wir nicht gebrauchen. Aber das steigert Imoens Ehrgeiz, die anderen Truhen auch mal zu probieren. Also ja, eine 25%ige Chance beim schwersten Schloss ist das, glaube ich. Ist doch nicht so wenig. Okay, versuchen wir es bei der Truhe da oben nochmal. Aber sieht so aus, als ob das nicht klappt. Was schade ist. Ein Speer bringt uns halt nichts. Und nein, die anderen Truhen kriegen wir definitiv nicht geöffnet. Ja, schade. Okay.
Dann gehen wir lieber mal wieder. Ja, beinahe unter meiner Würde. Tut so, als ob nichts war. Immerhin, schließ die Tür mal bitte. Ja? Hier lang. Was wollte ich beinahe unter meiner Mich Würde? Kümmern, ich hab so. Genug davon. So, sonst fällt das nämlich auf. Nichts leichter als das. Auch wenn wir nichts gestohlen haben. Sollten wir lieber die Tür wieder schließen. Zum Glück hat die Stadtwache nichts bemerkt. Okay. Wir verlassen Berikus direkt. Und gehen weiter gen Süden. Nichts leichter als das. Da wir jetzt zu 14 können wir uns auch ruhig etwas trauen, die Straßen zu benutzen. Wir sind immer noch genau südlich von Berikus. Das sieht man hier nämlich. Hier ist noch die Straße zur Stadt. Wir dürften auch nicht weit gereist sein. Genau, steht gar keine Reisezeit da. Weil wir eben direkt südlich von Berikus sind. Und ja, wir wollen direkt nach ein Ogrilon. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Ihr braucht Zeit für ein Blutschwert. Ihr habt eine Aufgabe. Ogrilons können gemeinsam ihn. Nein. Was? Beinahe unter meiner Würde. Okay, das ist jetzt ganz dumm gelaufen. Beinahe unter meiner Würde. Dass Yahira als erste da drüber gestolpert ist. Eigentlich sollten wir das lieber Talisa und Khalid überlassen. Die sind nämlich zum einen gut gerüstet, haben Schilde. Und alles andere auch. Zeit für ein Blutbad. Ja genau, kommt ruhig her. Für die Gefallenen. Oder komm erst mal einer von denen. Genau, Khalid kann das schon mal ein bisschen besser wegstecken. Du Heimat, Khalid. Ihr braucht meine, wenn niemand Khalid, bitte weiter. So. Und du haust ab und heilst dich gleich selber. Ich verliere an Kraft. Au. Heiltrank. Und ja, Khalid hat Furcht. Jetzt müssen wir auf Khalid aufpassen. Beziehungsweise, okay, er hat sich schon wieder selber eingekriegt. Man kann es ja mal versuchen. Okay, was hat der Ogrilon dabei? Wow, schön viel Geld. Sterbt, ihr quiekenden Ratten. Und da haben wir schon den zweiten Ogrilon. Greift den Ogrilon an. Gut, der zweite ist auch tot und er hat eine Schriftrolle dabei. Ja. So, was steht auf der Schriftrolle? Liebste Miriane. Die Straßen waren sehr schlecht, aber schließlich bin ich wohlbehalten hier in Am angekommen. Ich glaube, es ist das Klügste, wenn ich, nachdem der erste Schnee gefallen ist, per Schiff nach Hause fahre. Ich hoffe, dass dich dieser Brief erreicht. Der Halbling, den ich ihm mitgegeben hatte, hat auf mich einen recht zuverlässigen Eindruck gemacht. Auf immer und ewig, wow. Ja, so viel zu meinem zweiten Schwert. Kannst gleich mal da liegen bleiben. Ich glaube, ich nehme mir gleich eine andere stumpfe Waffe als den Hammer, einen Morgenstern oder so, wenn ich einen finde und benutze den. Der bricht vielleicht nicht so leicht wie das blöde Schwert. Okay. Übrigens hat Hira gar keinen Helm auf, fällt mir gerade so auf. Deswegen ist sie nicht geschützt gegen kritische Treffer. Das war wahrscheinlich vorhin einer. So, Nashkel ist im Süden. Ich diene der flammenden Faust. Oh, ein Diener der flammenden Faust. Ein Söldner. Ihr da. Ihr seid wegen Bandenmitgliedschaft und Straßenraub verhaftet. Bitte was? Wir wissen, dass ihr zur Bande gehört, die Küstenstraße regiert. Ergibt euch oder es gibt Ärger. Ihr habt die Falschen erwischt. Wir gehören zu keiner Räuberbande. Wirklich? Warum sollen wir euch das glauben? Naja, wegen meines Lächelns und meiner ehrlichen Art, nein. Ne, wir nehmen, mein Herr, wir wollen wirklich keinen Ärger. Genau wie ihr suchen auch wir die Gegend nach Räubern ab. Ja, wir wollen die Räuber finden.
Ihr jagt also die Räuber. Wer hat euch denn beauftragt? Oder macht ihr das aus reiner Menschenliebe? Wir werden von niemandem bezahlt. Wir sind Abenteurer und wollen den Menschen an der Schwertküste helfen. Wir arbeiten für Am ist ganz schlechte Idee. Er ist nämlich ein Söldner der flammenden Faust, also der Stadtwache von Baldur's Tor. Also ganz blöde Idee. Wir könnten weiter lügen und sagen, wir wurden von einem Edelmann angeheuert, um den Tod seines Bruders zu rächen. Das wären auch eher niedere Beweggründe. Oder wir arbeiten für die Söldner der schwarzen Krallen. Das sind Banditen. Nein, wir sind Abenteurer. In Ordnung, vielleicht habe ich mich euch geirrt. Ihr könnt jetzt gehen. Gut. Ja, mit einem Söldner der flammenden Faust, die sind nämlich verdammt gut ausgerüstet und kampferfahren, möchte ich mich nicht anlegen. Zumal das nur unserem Ruf schadet. So, wir wollen lieber nach Am. Das müsste die nächste Station schon sein übrigens. Nach Naschke. Nein, wir müssen noch durch die Berge. Okay. Gut. Wenigstens ist es wieder Tag. Aber wir sind nah an Naschke. Das heißt, wir könnten jetzt jederzeit Räubern begegnen. Oder... Räubern. Aber nicht, ich wollte sagen, menschlichen Räubern oder nichtmenschlichen könnten wir auch begegnen. Wobei die nichtmenschlichen nicht ganz so schön wären. Obwohl die menschlichen wären wahrscheinlich noch schlimmer. Oh, was habe ich gesagt? Hobgoblins. Wow, wow, wow. Ich verschwinde, euer Leben liegt in meiner Hand. Imoen schießt mal auf den Schützen da hinten. Sicher ist sicher. Ich. Ja? Du trinkst einen Heiltrank. Du hast keine Pfeile mehr. Dann hilfst du mal lieber hier mit. Okay, die haut schon ab. Okay, der kriegt wieder Mut. Währenddessen plünderst du die mal. Die haben nämlich Schwerter dabei. Okay, die Bohnen ist gerade überlastet. Nichts leichter als das. Das ist nicht so gut, dass ich ihn gerade überlastet habe. Okay, wir sind in ein Hobgoblin-Lager reinmarschiert. Sind nicht gerade die mutigsten, wie man anmerken darf. Ah, jetzt bleibt er stehen, weil er nicht mehr weiter weiß. So. Pfeile sind schon mal gut. Wir nehmen am besten einfach alles mit. Pfeile geben wir Imoen. Ein Helm für Yahira. Die Rüstung könnte zu Khalid. Ein Schwert für mich. Und Imoen hat ja auch noch Schwerter und Helme. Helme gebe ich mal Khalid ab. Helme und Rüstungen. Schwert. Noch ein Schwert. Sehr viele schöne Pfeile. Noch ein Ersatzschwert für mich. Ein Ersatzschwert für Khalid. Der ist jetzt auch schon ein bisschen überlastet. Deswegen nehme ich mal noch die paar Lederrüstungen. Du bist Janko. Hier lang. Auch wenn Lederrüstungen nicht gerade viel wert sind. Aber gerade die Schwerter, die Ringe und das alles sollten wir mitnehmen. So, noch ein Ersatzschwert für jeden. Und die Lederrüstungen. So. Es trägt jeder von uns drei Schwerter. Gut. Helme können mal zu Yahira. So. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Gut. Und da ist noch ein. Was? Hobgoblin. Bogenschütze war das, glaube ich, sogar. Das ist gut. Kriegen wir noch Pfeile? Genau. Pfeile, Schmuck oder Schwert nehme ich noch mit. Jetzt haben wir definitiv mal genug Schwerter. Ach, den Bogen kann ich noch mitnehmen. So. Jetzt hat Imoen mal ein paar Pfeile. Ja, nichts leichter als das. Au. Das war Talisa vom Blitz getroffen.
Und Quicksave ist gerade nicht möglich. Okay. Ich habe ja gesagt, ich versuche so wenig Quicksaves wie möglich zu machen. Einfach aus dem Grund, weil das Spiel dann viel zu einfach wird. Aber jetzt nach dem Hobgoblins hätte ich eigentlich gerne einen gemacht. Nachdem wir die Hobgoblins so einigermaßen überlebt haben.